Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Viele Wolken bestimmten heute das Wetterbild draußen in unserem Land und dazu kam auch noch jede Menge Regen. Hier der Satellitenfilm, hier sehen wir dieses Wolkenband und dieser Regen schob sich im Verlauf des Tages langsam nach Osten und nach Südosten und zurückgeblieben eine große Wolkenlücke oder zumindest ein wolkenarmes Gebiet hinter dieser Abrisskante dieses Wolkenbandes. Und so gab es heute im Westen und im Nordwesten doch einige Stunden Sonnenschein, vor allem an der Nordseeküste. Den meisten Sonnenschein gab es heute auf der Insel Helgoland fast 5 Stunden. Auf der Insel Jüst 4 Stunden 47, Pellworm 4 Stunden 11 Minuten, Krefeld 3:43. Aber je weiter man nach Südosten vorankam, wurde es dann deutlich weniger, weil dort die Wolken später verschwunden sind. Cuxhaven zum Beispiel nicht einmal 2 Stunden und in Daun in der Eifel in Rheinland-Pfalz immerhin noch 1 Stunde und 2 Minuten. Wie geht es weiter? Morgen mit neuen Wolken, mit neuem Regen und leider mit nur wenig Sonnenschein. Dieses seltsame, diese Gemengelage aus verschiedenen Frontensystemen, die wird morgen über uns wegrutschen, kommt vom Atlantik rein und ganz spannend auch dieses kleine Randtief. Das sorgt auch für jede Menge Wind und vor allem auf den Bergen für Sturm- bis Orkanböen. So viel schon mal zusammengefasst für das, was uns erwartet. Los geht's also in der Nacht. Da kommt dann aus Westen der neue Regen heran, breitet sich aus etwa bis zur Mitte Deutschlands. Das heißt, im Südosten und Osten ist die Nacht weitestgehend trocken. Da kann es auch mal aufreißen. Und zum Ende der Nacht nimmt der Wind spürbar zu. Los geht's in der Eifel mit ersten Sturmböen, wenn die Nacht langsam aufhört. Die Temperaturen am Alpenrand -1 Grad, nach Westen hin 7 bis 10 Grad. Morgen Vormittag breitet sich mit viel Wind dieser Regen dann weiter aus. Er nimmt auch zu, vor allem im Westen, Sturmböen auch im Nordwesten Deutschlands, selbst in tieferen Lagen. In den Bergen, in den Mittelgebirgen, zum Beispiel auch im Harz, zum Teil weiterhin schwere Sturmböen bis Orkanböen. Sonnenschein gibt es auch, und zwar im Südosten Bayerns, sowie ganz im Osten, bis hinauf zur Ostsee. Also dort zunächst ein trockener und freundlicher Start. Am Nachmittag kommen aber auch dort dann allmählich die Wolken an. Und neue Regenwolken setzen dann erneut an. Es geht ziemlich schnell mit nur kurzen Pausen zwischen diesen einzelnen Regengebieten hindurch. Die Temperaturen erreichen morgen Nachmittag 9 bis 13 Grad. Der Wind weht dazu kräftig aus südwestlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten, und die sehen auf jeden Fall wechselhaft aus. Der Freitag bringt sogar fast eine Mischung aus Aprilwetter mit einzelnen Gewittern dabei. An der Nordseeküste dann vor allem die höchsten Windgeschwindigkeiten mit weiteren Sturmböen. Und auch am Samstag kommt ein weiteres Regengebiet aus Westen zu uns. Es bleibt dabei an den beiden Tagen noch mild.